begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. So viele junge Menschen erzählen mir, dass sie den Eindruck haben, die Kirche kommt nur langsam und träge rüber. Was können wir dagegen tun? So ist immer wieder die Frage. Und es ist ja großartig, dass junge Leute überhaupt noch danach fragen, wo die Kirche doch so oft totgequatscht wird, auch von der Kirche selbst. Im Evangelium heißt es, deine Worte, Herr, sind Geist und Leben, nicht träge und trübe. Dort, wo Gottes Geist ist, da kommen wir ins Leben rein, ins wahre Leben, ins Leben Gottes. Dieses Wort, diesen Geist haben wir als Christinnen und Christen in der Kirche zu verkünden. Und wir sollten uns nicht abbringen lassen davon, was auch immer in den Medien, in der Welt oder im Bekanntenkreis gequatscht wird. So viele Worte werden gemacht und dagegen dürfen wir das Wort voll Geist und Leben stellen. Bitten wir den Herrn immer wieder um die Kraft, dieses Wort in die Welt zu tragen, zu diesem Wort zu stehen, auch wenn uns es manchmal schwerfallen mag, deinen Mund aufzumachen, um Worte voll Geist und Leben zu sprechen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, wir bitten dich an diesem Abend, gib uns die Kraft, unseren Mund zu öffnen, um Worte voll Geist und Leben zu sprechen, die du uns doch selbst ins Herz gelegt hast. Mach uns dankbar für den vergangenen Tag und hilf uns auch morgen, dein Wort in diese Welt zu tragen, durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unseren Geist und unseren Sinn. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.